Hey Leute, Crymax hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und ihr könnt es schon sehen, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück, ich bin hier gerade schon am Flughafen gelandet, hab hier noch mein Gepäck dabei, mein Lambo steht auch schon parat, meine Freunde, iCrymax ist wieder back, ich würde sagen, wir werden jetzt hier erstmal schön den Koffer in den Lambo einladen und Leute, dann würde ich sagen, steigen wir erstmal schön in den Lambo und fahren nach Hause, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ärgere mich ein bisschen, denn meine Freunde, keiner von meinen Freunden kommt mich abholen, ich bin hier gelandet, bin voll kaputt von dem Flug, niemand meiner Freunde hat mich mal zurückgerufen. Army habe ich angerufen, Russik habe ich angerufen, Touren habe ich angerufen, Paul Berger, Stani, alle meine Freunde, niemand hat sich irgendwie bei mir gemeldet. Und zwar, meine Freunde, heute werde ich meinen eigenen Tod vortäuschen. Ich werde heute so machen, als werde ich sterben in GTA 5 und dann will ich mal wissen, wie meine Freunde reagieren, wie Touren, wie Army, wie Russik, Paul Berger, Stani. Ich will wissen, wie alle reagieren. Was wäre, wenn iCrymax stirbt in GTA 5 RP, Leute? Und ich habe mir schon was richtig Krasses überlegt. Ich werde jetzt hier einfach mal mit meinem Lambo rausfahren und dann mache ich so, als würde ich einen Unfall bauen. Und zwar, ich werde meinen Unfall vortäuschen, Leute. So, wir müssen jetzt hier erstmal an eine Stelle gehen, wo am besten nicht so viele Leute sind. Nicht, dass irgendwie hier Leute das noch merken, dass ich das hier vortäusche. Aber Leute, wie immer, lasst natürlich erstmal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, dass ich wieder zurück bin und wenn ihr wieder mehr GTA 5 sehen wollt. So, warte mal, hier ist so eine gute Stelle, hier ist eine richtig gute Stelle. Ich werde jetzt den Lambo, ich will ihn natürlich nicht wirklich kaputt machen. Wir werden ihn einfach hier mal so an den Baum dran fahren, den Lambo. So, boah, Leute, das sieht doch schon aus, als hätte ich hier so einen Unfall. Und jetzt muss ich hier irgendwie so, ich muss vielleicht irgendwie Leichenteile hier hinlegen. Ey, so Leute, guckt euch das hier mal an. Ich habe hier jetzt so Fake-Blut und so, irgendwie so Fake-Leichenteile hier auf den Boden hingelegt. Seht ihr das? Der Lambo hier schön an dem Baum dran. Ey, das sieht doch locker so aus, als wäre ich hier voll gestorben, hätte hier so einen Mega-Unfall gehabt. Ich werde mich jetzt hier mal verstecken. Und dann, es sollte doch jetzt nicht mehr allzu lang dauern, bis hier, irgendwie Notarzt, Sanitäter, Polizei und so weiter kommt. Wir warten einfach hier hinter dieser Mauer. Das ist perfekt. Okay, Leute, jetzt warten wir hier mal ab. Da vorne ist der Lambo, der Unfall. Ey, nice, da kommt schon Sanitäter. Jeffrey hier. Ja, alles gut, guck mal. Heilige. Du heilige Bim Bim. Wohin ist das Fahrzeug? Oh, nein, ich bin nicht verpieren. Herr iCrymax. Ja. Das ist doch dieser YouTuber. Ich glaube, das ist er hier auf dem Boden, ne? Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ey, voll gut, Leute. Die haben meinen Fahrzeugbrief gesehen. Die wissen jetzt, dass ich das bin. Oh, nice. Okay, sehr gut. Wir müssen anrufen. Scheiße, ich bin mal gespannt, ob die mich jetzt hier als tot erklären. So, hallo, ja, Zentrale. Ja, bitte einmal eine Todmeldung, ja, von Herrn iCrymax. Ja, nice. Genau, der YouTuber. Ja, ja. Die sollen seine Kollegen für Familie. Ja, können Sie, schicken Sie mal los, der den Freunden und Familien Bescheid sagt. Oh mein Gott, Leute, es funktioniert. Ja, perfekt. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Die denken wirklich, ich bin tot. Die dachten wirklich, das ist meine Leiche, die da liegt. Oh, voll gut. Die haben mich jetzt als tot gemeldet. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt mal gleich zu mir nach Hause fahren. Da müsste ja auch Paul Berger warten. Und der müsste ja dann bestimmt auch gleich einen Anruf bekommen, dass sein großer Bruder gestorben ist. Ich bin mal wirklich gespannt, Leute. Ich meine, das ist natürlich ein ernstes Thema, Leute. Darüber macht man natürlich keine Späße. Aber ich will wirklich wissen, ob ich den Leuten wirklich, ob ich meinen Freunden fehlen würde. Ich will wissen, ob die mich vermissen würden. Zumindest mein kleiner Bruder. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier gleich bei mir zu Hause angekommen. Oh, ich habe auch ehrlich gesagt mein Haus ein bisschen vermisst. Aber wisst ihr was, wir müssen meinen Lambo, ich muss ihn hier irgendwie draußen, ich werde ihn hier in den Busch verstecken. Und wir müssen uns jetzt reinschleichen, ohne dass Paul Berger merkt, dass ich im Haus bin, ja. Ich will nämlich wissen, wie er reagiert, wenn er gleich einen Anruf bekommt oder wenn hier jemand vorbeikommt, der ihm die schlechte Nachricht übermittelt. Ich glaube, ich werde mich hier verstecken. Und zwar, ah nein, da vorne läuft er, er ist im Wohnzimmer. Ich werde mich hier im Schwimmbad, hier hinter der Tür werde ich mich verstecken. Ja, hallo, ja, ich bin Paul Berger, ja. Was? Telefoniert er da gerade? Ich glaube, was ist passiert? Ja! Nein, das kann nicht sein, nein, ich leg jetzt auf, tschüss. Nein, das kann nicht sein, nein. Ich glaube, der hat gerade den Anruf reinbekommen, aber der glaubt es nicht, Leute. Hallo? Oh, da klopft's an der Tür. Ja, hallo, da, wer sind Sie, was wollen Sie? Ja, schönen guten Tag. Und zwar, ich bin von dem Leichenbeschatter, ja. Ich muss Ihnen leider lassen Sie mich kurz reinkommen, ja. Ich muss leider eine tragische Nachricht mitteilen. Ihr großer Bruder, iCrymax, ist leider bei einem Autounfall umgekommen. Break? Keiner Mann, nein, das ist keiner. Aber das kann nicht sein, Das ist ein Break, er ist vom Flughafen weggefahren und ist irgendwie in den Unfall reingekommen. Ja. Oh nein. Ja. Keiner Mann, beruhigen Sie sich. Nein. Paul Berger kippt sogar um, mein kleiner Bruder. Nein, oh mein Gott. Oh. Hallo, alle aufstehen. Hey Leute, das tut mir gerade richtig weh zu sehen. Aber wir müssen das jetzt noch weiter durchziehen. Paul Berger, Herr kleiner Paul Berger. Oh, der ist ohnmächtig. Der ist einfach ohnmächtig geworden, Leute. Sie müssen noch die Beerdigung am besten planen. Ich habe ein Paket für Sie, ja. Wenn Sie...
Ja, wenn sie nämlich die letzte Ehre. Oh nein. Oh, der ist richtig traurig, Leute. Mein kleiner Bruder ist richtig traurig. Oh, das. So, wenn sie. Schauen Sie mal, ich kann fürs heute anders organisieren, ja? Das ist vielleicht ein bisschen teurer. Ja, alles, was Sie wollen. Geld ist kein Problem. Geld ist kein Boah, Problem. Oh, sag okay, Geld ist kein Problem. Ich trau alleine, ja? Ich gehe zu Ihren anderen Freunden, ja? Ja, ist gut. Oh nein, er ist schon wieder umgekippt. Ey, Leute, ich würde ihm jetzt gerade voll gerne helfen. Aber wir müssen das hier noch weiter. Oh nein, er ist richtig traurig. Ey, Leute, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht. Ich meine, okay, gut, Paul Berger, ich. Aber ich meine, wir haben ja auch oft Streit mit ihm und so. Ich hätte nicht gedacht, dass er so traurig ist, wenn ich weg wäre. Oh, Leute, Paul Berger ist schon ein guter Bruder, ne? Er hat auch gesagt, für die Beerdigung Geld ist kein Problem, spielt keine Rolle. Oh, guck mal, wie er da vorne rumläuft. Der Arme, ey, der Arme. Ich glaube, er checkt's langsam. Er checkt langsam. Am Anfang hat er es ja gar nicht geglaubt. Er dachte, Prank oder so. Oh nein. Ey, das tut mir richtig leid. Ach, scheiße, ey, der Arme. Das tut mir echt richtig leid, wie traurig er gerade ist. Aber Leute, wir müssen das noch ein bisschen länger durchziehen, weil ich will natürlich sehen, wie alle meine Freunde reagieren. Und bei Paul Berger muss ich schon mal sagen, er ist wirklich ein Ehrenbruder. Er ist richtig traurig, dass ich nicht mehr da bin. Und er hat für meine Beerdigung, hat er gesagt, Geld spielt keine Rolle, ich soll die beste Beerdigung bekommen. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Aber Leute, ich würde sagen, wir fahren als nächstes mal zu Turan. Ich will mal gerne sehen, wie Turan reagiert. Weil ganz ehrlich, ich glaube, Turan ist auch erst mein bester Freund hier in GTA. Ich glaube, er ist auch richtig traurig, wenn er das hört. Ey, Leute, wir sind jetzt hier gleich bei Turan angekommen. Bei ihm bin ich echt mal richtig gespannt, wie er reagieren wird. So, wir müssen natürlich auch, wie auch gerade eben schon, darf es nicht auffallen. Wir müssen eigentlich den Wagen ein bisschen weiter wegparken. Alter, warte mal, da vorne ist Turans Tempel. Boah, da steht doch... Da ist Turan, der läuft da gerade draußen und hat er sich einen neuen Bugatti gekauft, einen weißen? Na gucke Katze, Max heute wieder da, juhu, Max heute wieder da, juhu. Boah, er freut sich schon, dass ich heute wiederkomme. Warte mal, er läuft rein, ich muss hinterher. Ich will wissen, was er sagt. Alter, er freut sich ja richtig, weil er denkt, ich komme heute aus dem Urlaub wieder. Ich dachte, er hat mich vergessen, Leute, weil er nicht ans Telefon gegangen ist. Guck mal, mein bester Freund Max aus Urlaub wieder da, und keine Bucke hat mir allein gelassen. Aber guck, hast du gesehen, ich habe keine Autos mehr. Ich habe mein ganzes Auto verkauft, um diese seltene Bugatti zu kaufen für Max. Was? Ja. Oh nein. Der hat mich eben angerufen, na, in Exit-Langgang Überlassung zu machen. Na. Ach du Scheiße, Leute, Turan ist extra nicht rangegangen, weil er mich überraschen will. Oh nein, ey, jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, weil wir ihn jetzt, also weil, ja, weil wir hier allen was vormachen. Und was, Georg? Ich soll ihm jetzt Auto vorbeiblinken fallen? Das ist bestimmt... Norbert lässt... Ja, komm, ich geh jetzt zu meinem Auto. Ja, oh, so leck. Oh, nein, 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 warte, er kommt, ich muss hier raus, er darf mich nicht sehen. Kukulatza. Oh. Max heute wieder da. Ach du Scheiße, Leute, er freut sich ja schon richtig, dass ich wiederkomme. Ey, Leute, Turan ist auch so wirklich... Ich liebe den Typen so, ne? So ein korrekter Freund. Aber wir warten jetzt hier mal um die Ecke. Weil das Ding ist auch, er ist auch einer meiner Notfallkontakte. Ah nein, da steht schon der Leichenbeschatter da draußen. Ich wollte ja sagen, er ist einer meiner Notfallkontakte, der bekommt auch direkt Bescheid, wenn mir was passiert. Nein, ich bezahle die Beerdigung von einem meiner Jungs. Ist nichts schlimm passieren. No, Sie haben ein Familienmitglied verloren. In meinem Titelchen hier steht Ikrimax Notfallkontakt für Sie. Wie, Ikrimax Notfallkontakt? Ja, Notfallkontakt. Was passiert? Ikrimax hat einen Unfall und ist leider verunglückt nach seinem Flughafen Ankunft. Ist er runtergefahren mit seinem Lamborghini und ist in einen Baum reingefahren. Ah, er kriegt gerade die Info. Warte, ich hab nicht verstanden, was sie gesagt haben. Was ist mit Max passiert? Es tut mir leid, jeder nimmt es. Leute, oh mein Gott, Turan bedroht ihn. Machen. Sie können das nicht machen, ich kann nicht. Das bitte bestätigen. Bitte, Turan, es ist normal. Er ist leider vor uns gegangen und heute ist die Beerdigung. Nein, Max nicht tot. Ich beschütze Max. Ich mag nicht tot. Oh, wer habe das gemacht? Sag es mir. Es war kein Unfall. Oh nein. Lass mein Max weg. Gib mir mein Max wieder. Ach du Scheiße. Wenn Max tot ist, die alle leben das unfair. Ich mache euch alle kaputt. Mein Max wieder. Amen. Scheiße! Ey, Leute, ich heul auch gleich. Ey, das ist ja so traurig. Ey, oh mein Gott, Turan. Ich habe Turan noch nie so heulen gehört. Er ist richtig traurig, weil mir was passiert ist. Und er hat schon so gefreut, dass er sogar für mich so ein krasses Auto geholt hat. Und er sagt, oh mein Gott, er will irgendwie gefühlt jetzt jeden umbringen, weil er sagt, die haben es nicht verdient zu leben. Ich habe es verdient. Ach du Scheiße, Leute. Oh mein Gott. Also, Paul Berger. Okay, er fährt jetzt zu meinem kleinen Bruder, er fährt jetzt zu Paul Berger.
Er ist korrekt. Er will sich jetzt um meinen kleinen Bruder kümmern, wenn mir was passiert ist. Das finde ich schon mal sehr gut. Das habe ich auch mit ihm besprochen. Ihr wisst ja, Leute, wenn ihm was passiert, muss ich mich um Chung kümmern. Wir sind so mäßig Patenonkel. Und wenn mir was passiert, dann kümmert er sich um meinen kleinen Bruder Paul Berger. Ey, Leute, das Ganze läuft voll aus dem Ruder. Paul Berger war richtig traurig. Turn war richtig traurig. Ey, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee von mir, meinen Tod vorzutäuschen, Alter. Scheiße. Aber wisst ihr was? Der nächste Notfallkontakt ist Russik. Er müsste jetzt auch gleich Bescheid bekommen, dass mir was passiert ist. Da bin ich auch mal gespannt, Leute. Ich würde sagen, wir fahren mal ab zu Russik. So, meine Freunde, wir sind jetzt schon auf dem Weg hier zu Russik. Er wohnt ja da vorne im Eclipse Tower. Aber hey, warte mal. Ist das nicht hier vor mir Russik? Der hat doch so einen roten BMW M5. Das ist er doch. Er fährt hier rechts rein. Und hä, er fährt übelst die Schlangenlinien. Alter, ey, der ist da einfach in das Gebäude reingecrashed. Ey, warte mal, ich stelle meinen Lambo mal hier hinter dem Busch ab. Nicht, dass er mich sieht. Denkt der, er weiß schon Bescheid, dass ich gestorben bin? Geh aus dem Weg, ich muss Klamotten... Ey, ich glaube, der ist besoffen. Ich glaube, Russik ist besoffen. Hallo, der schönen Tag. Jetzt ist sein Wagen vollgeschrottet. Geh raus hier. Ey, hören Sie auf. Er verprügelt einfach den Typen. Was ist denn los mit Ihnen? Was willst du? Idiot, Alter. Was macht Russik denn da? Warum verprügelt er ihn? Ich glaube, er ist voll besoffen. Ich brauche einen Anzug, sofort, mein Kollege. Ja, okay. Oh nein, er will einen Anzug kaufen für meine Beerdigung. Ja, ich hole ihm was, ja? Oh nein, er heult auch voll, er ist richtig traurig, Leute, nein. Haben Sie was zu trinken? Bitte gib mir was zu trinken. Nein, ich glaube, es reicht mit dem Trinken, ja? Ach du Scheiße, Leute. Deswegen, ich glaube, deswegen ist er auch besoffen, weil er so traurig ist. Holen wir da mal was? Schuh, kommen Sie mit, ja, hier hin. Ja. Oh nein, der arme Russik, Leute. Zieh sich um, ja. Ja. Oh nein, ey. Und Leute, schaut euch das mal an. Sein Wagen ist voll kaputt, weil er hier so besoffen durch die Gegend gefahren ist. Leute, niemals drink and drive. Niemals Alkohol trinken und Auto fahren. Dann passiert nämlich genau sowas. Ey, scheiße. Russik ist ja auch voll mitgenommen. Der hat schon gehört, dass ich gestorben bin. Also, dass ich angeblich gestorben bin. Ihr wisst ja. Oh, warte, da kommt der raus. Was jetzt umgezogen. Ja, das passt. Was macht er noch Geld, ja? Nein, ist mir egal, Mann. Bezahlen Sie. Ja, nimm alles. Oha, $1,000 zu viel. Ja, passt so, tschüss. Oha, Leute, ey, nein, der Arme. Wir warten mal hier hinterm Busch, er kommt jetzt rausgelaufen. Oh nein, ey. Russik, gehen Sie weg von meinem Auto. Alter, er verprügelt die Sanitäter erst. Und er kommt gar nicht drauf klar auf die Trauer. Er ist richtig traurig und verprügelt ihn und so. Ihr habt meinem Freund nicht geholfen. Pass auf, Wohnlack, ihr seid Schmutz. Oh mein Gott, Schmutz. Er denkt, die Sanitäter haben mir nicht geholfen. Schmutz. Aber es war halt einfach alles zu spät. Oh nein. Oh nein. Aber Leute, er hat einen Anzug geholt für unsere Beerdigung. Ey, Russik auch voll der Ehrenmann, ehrlich. Voll der Ehrenbruder. Aber Leute, einer fehlt noch. Und zwar Amir, Leute. Amir, auch sehr, sehr korrekter Junge. Haben wir auch schon viel, viel, viel gemeinsam mit ihm gemacht. Bei ihm bin ich auch mal richtig gespannt. Und deswegen würde ich sagen, meine Freunde, wir fahren jetzt hier mal direkt zu Amir. Oh, warte mal, da vorne auf der Kreuzung steht noch Russiks Auto. Am besten wir fahren hier lang, nicht, dass es hier noch auffällt. Wir werden jetzt mal zu Amir fahren. Und da bin ich auch mal richtig gespannt auf seine Reaktion, Leute. Abfahrt zu Amir. Und bei ihm bin ich echt richtig gespannt, weil Amir kenne ich noch am kürzesten von allen. Oh, da steht er. Er steht hier. Er hat sogar auch schon Anzug angezogen. Ich glaube, er hat schon ready für die Beerdigung gemacht. Oh, warum? Der arme Max, der arme Paul Berger. Ich kenne ihn am kürzesten, trotzdem war er der beste Freund. Er hat mir die Karriere erst geschenkt. Ich war am Aufnehmen. Und konnte dich abholen, dann wäre das nicht passiert. Das ist meine Schuld. Nein. Das ist alles meine Schuld. Nein. Ich muss bei Paul Berger entschuldigen. Wenn ich ihn abhole, wird nichts passieren. Ey, der Arme macht sich voll die Gewissensbisse, weil er gerade am Aufnehmen war und ist nicht ans Telefon gegangen und mich nicht abgeholt hat. Warum ist mir sowas nicht passiert, anstatt ihm? Boah, ey, Leute, Alter, der Arme ist ja auch richtig traurig. Oh nein, warte, er kommt rausgefahren, ich muss mich hier verstecken. Das schöne Auto hat er mir gebaut, er hat mir eine Rennkarriere geschenkt, eine YouTube-Karriere. Oh, warum bist du so glücklich, ey, du Trottel, du hast nichts dein Leben erreicht. Boah, Leute, guck mal, er fährt hier gerade weg, er fährt zu meiner Beerdigung. Wir müssen. Oh nein. Oh, ey, nein, der baut auch hier die ganze Zeit Unfälle. Ach du Scheiße, ey Leute, ich muss wirklich sagen, bis jetzt, ich bin richtig überrascht von all meinen Freunden, mein Bruder, alle waren richtig traurig, dass ich nicht mehr da bin, also wirklich voll die guten. Und jetzt hatten das Problem ist, Leute, jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, ich hätte das nicht tun dürfen. Wie soll ich das denen erklären, dass ich doch noch lebe, ey, die werden mich doch hassen, ey. Er hat ja auch gesagt, er fährt jetzt gleich zu meiner Beerdigung und ich weiß ja auch gar nicht, wo meine eigene Beerdigung stattfindet, deswegen, wir müssen ihm jetzt mal hier hinterherfahren. Ich denke mal, das wird hier in der Stadt beim Friedhof sein. Aber es gibt ja auch noch Aushalten, sind die Chancegebieten Friedhof. Mal schauen, Leute. Und ich bin mal auch gespannt, ob wirklich alle da sind. Paul Berger, Thuan, Russik. Okay, er steigt hier aus.
So, wir laufen mal hinterher. Ey, Leute, ich muss jetzt hier unbedingt rausfinden, wo hier mein Grab ist. Wir müssen uns hier mal umgucken, wo hier meine ganzen Freunde alle versammelt sind. Und ich muss Real Talk sagen, ich fühle mich langsam schlecht. Ich hätte das, glaube ich, echt nicht tun dürfen. Ich werde mich mal hier noch ein bisschen umgucken, wen ich hier alles so sehe. Boah, Leute, guck mal, da vorne stehen auch voll die fetten Autos, ey. Okay, wir gucken uns jetzt hier mal um. Seht ihr hier schon irgendwas? Okay, da vorne ist zumindest der Leichenwagen von diesem Bestatter, der auch vorhin bei meinem Bruder war, bei Paul Berger. Warte mal, da vorne stehen voll die Leute. Alter, Leute, guckt euch das mal an, wie viele da sind an unserem... Wir müssen da ein bisschen hin. Guck mal, da steht Amir, da ist ein Pfarrer. Paul Berger. Meine sehr verehrte Gemeinde, heute haben wir uns versammelt, um Abschied zu nehmen von einem jungen Mensch, der viel zu früh von uns gegangen ist. Oh nein. Bitte jetzt nochmal allen Verwandten und Freunden Lebewohl zu sagen. Kann gern anfangen, wer möchte. Ach du Scheiße, Leute, guck mal, der Pfarrer. Ich sage es so, Max ist der Mann der Welt. Wo Max ich nur böse war, Max hat gegeben, hat das Stein in mein Blut zu Herz gemacht. Ich schwöre dir, Max, ich kümmere mich um den kleinen Bruder, der wird YouTube da. Und alle, die machen deine Freunde, aua, ich mach kaputt, alle kaputt. Nee. Max, du bist der Mensch, der will, der war wie mein Bruder, den ich nie hatte. Nee. Ey, Leute, Touren ist einfach größter Ehrenmann, er kümmert sich um alles, wenn wir hier weg sind. Alter, Scheiße, ey, er hat gesagt, ich bin wie ein Bruder für ihn, den er nie hatte, boah. Lass mich mal die Blumen hier hinlegen. Oh, Alter, Rusak hat sogar Blumen mitgebracht. Ich wusste gar nicht, dass Rusak so ein emotionaler ist, ey. Ich wusste gar nicht, dass er so nett ist. Ich kann nicht sagen, Mann, es tut mir leid, Mann. Oh nein, er ist ja immer noch übelst betrunken und er ist auch so traurig. Scheiße, Alter. Lass mich bitte, das war mein Bruder. Oh, jetzt mein kleiner Bruder, jetzt mein Paulberger. Was sagt Paulberger? Ich bin noch klein, aber er hat mich großgezogen. Und nein, das war nie wirklich da für uns. Trotzdem war er mein Vater, mein Bruder und mein bester Freund. Ich weiß nicht, wo ich ohne ihn sein soll, bitte. Ich hoffe einfach, ihm jetzt gut geht, da wo er ist. Scheiße. Danke, Max, ich liebe dich. Boah, Alter, ey, Paul Berger, ich liebe dich auch, mein kleiner Bruder. Ey, nein, der Arme. Ich würde auch noch gern was sagen. Ich kenne Max erst seit ein paar Monaten, aber... Er hat mir ein neues Leben geschenkt, vorher war ich ein Niemand. Und hätte ich ihn doch abgeholt, wäre alles meine Schuld. Nein, Amir, es ist nicht deine Schuld, Mann. Du hast gehustelt, du hast Videos gemacht. Ich würde immer wollen, dass du hustelst. Oh nein, alle sind so traurig. Scheiße, ey, Leute, alle, also wirklich komplett Ehre hier, meine ganzen Freunde und Familie. Alle haben nochmal was gesagt. Ach du Scheiße, ey, Leute, was soll ich jetzt machen? Ich muss hier kurz weg, ich muss mir jetzt unbedingt überlegen. Ich dachte, alle würden sich nicht für mich interessieren, weil mich niemand abgeholt hat, aber alle sind eigentlich so geisteskrank korrekt zu mir. Und jetzt fühle ich mich so schlecht, weil ich meinen Tod vorgetäuscht habe. Das hätte ich echt nicht machen dürfen. Ey, Leute, ich muss es jetzt auflösen. Ich muss dem Bescheid sagen, dass ich noch lebe. Ich bin so gespannt, wie die reagieren. Ey, Leute! Hä? Was? Ich bin nicht tot, Leute. Ich lebe noch. Was machst du hier? Ich lebe noch. Ich bin nicht tot. Autounfall. Max, guck mich mal an, Alter. Ja, ich bin's wirklich, Russik, Amir, Paul Berger, Touren. Ich bin's wirklich. Alter, bist du's wirklich? Ich bin's wirklich. Bist du's wirklich, Mann? Bist du's nicht? Und trotzdem, willst du's irgendwann haben? Aua. Ja, du Alter, ich werd hier verprügelt, ey. Außerglas abbauen. Alter, Scheiße. Ey, Mann, Alter. Ey, ist Schießerei. Hier ist voll die Schießerei. Was ist das denn? Ich glaub, die Vagos drehen durch. Ach, du Scheiße, Leute. Ey, die Vagos. Oh mein Gott, nein, und Touren ist auch verwirrt. Ey, lass meine Freunde in Ruhe. Scheiße, die Vagos sind richtig... Oh nein, das Russik, den schießt mir nicht ab. Das Problem ist, Leute, die Vagos waren jetzt richtig sauer, weil die kommen mussten wegen Touren. Touren, hallo, Touren. Nee, mach ich das, du bist tot. Ja, nein, ich lebe, alles gut. Max, du sollst dich wieder zu sehen. Ey, okay, wenigstens Touren freut sich. Du Idiot, was, du machst mir so Angst. Ey, Touren, es tut mir leid. Ich dachte nur, keiner interessiert sich mehr für mich, von meinen Freunden. Ich hab gelaufen, du laufst, die komplett zerstört, weil die kommen wollten. Ach, du Scheiße, ey, ich weiß, ich hab's übertrieben, Mann. Es tut mir leid, Touren. Nee. Ey, ich fühle mich so schlecht, Mann. Ich hab so ein schlechtes Gewissen. Russik ist richtig sauer auf mich. Amir ist richtig sauer. Paul Berger, kleiner Bruder. Ich kann's nicht fassen, dass du abgezogen hast, Mann. Fahr mich nach Hause. Ja, ich fahr dich nach Hause, ist ja gut. Komm, mein Lambo ist hier drüben. Ey, Alter, was hast du dir dabei gedacht, Mann? Ja, es war nicht so die beste Idee im Nachhinein. Es tut mir leid. Du hast Glück, dass ich bei dir wohne, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Ja, ey, aber hier. Paul Berger, warte. Ey, Paul Berger, ich hab gesehen, dass... Nein, red nicht mit mir.
Boah, er will gar nicht mit mir reden, ey. Hör auf, mir den Stinkefinger zu sein. Scheiße, ey, Leute, alle sind so sauer auf mich. Keiner will mit mir reden, keiner will mit mir was zu tun haben. Wo ist eigentlich Amir? Wisst ihr was? Ich werde mal Amir anrufen. Ey, ganz ehrlich, ich fahr lieber mit dem Bus als mit dir. Oh nein, jetzt will er will nicht mal mehr mit mir fahren jetzt. Sonst will er doch immer Lambo fahren. Ach, ey, Leute, schreibt mir in die Kommentare, was soll ich machen? Habt ihr eine gute Idee, wie wir das wieder gut machen können? Ich muss mir eine richtig gute Entschuldigung für alle meine Freunde einfallen lassen. Aber wir haben gesehen, wir haben wirklich gute Freunde. Alle waren richtig traurig, alle waren bei unserer Beerdigung dabei. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da. iCrimex ist wieder back aus dem Urlaub. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex. Ciao.